Jetzt schäme ich mich ja selber. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir wollen einmal Nitrat abbauen. Jasmin ist mit am Start, aber chillt zu Hause. Ja. Ja. Gut, aber ist ja kein Problem. Wir wollen ja sowieso in eine Mine gehen. Oder Minenarbeit leisten. Ein bisschen. Wird aber nicht lange dauern, weil wir haben ja, wie wir wissen, nicht viel Benzin. Oh, hier ist noch ein Polizeiauto. Das können wir einmal ignorieren. Wir können es ignorieren. Oh, Schichtwechsel. Ich komme zu spät zur Arbeit. Henry ist schon raus aus der Mine. Henry. Henry Musco oder was? Ford. Das ist der Bruder von Harrison. Nö. Dingsfliege in meinem Glas. Oh, voll lecker. Ne, Gewitterfliege, wollte ich gerade sagen, ne? Dings hier, wie heißen die denn, diese kleinen blöden Obstfliegen? Ah, Obstfliegen. Ja. Diese Fruchtfliegen, ne, diese blöden. Ist doch gut, ein bisschen Proteine. Nein, das schmeckt doch nicht. Ach, das schimpft sich abwechslungsreiche Ernährung, Jasmin. Hm. Oh, ja, da gibt's ein kleines Problemle. Problemle? Ja. Ich musste erstmal Platz machen in der Tasche. Sonst wäre das nichts geworden mit Nitrat. Hm. Stofffetzen, Nitrat. So. Ah, ich muss mal nochmal Platz machen hier. Das Maiskolben weg und dann gib mal her hier die Steine. Wenn ich die Steine nochmal. Geht das auch? Nein, ich muss das echt alles einpacken hier. Ah. Die ganze Cobblestone liegt hier auf dem Boden. Ja, schade, dass wir benzintechnisch ziemlich pleite sind, ne? Aber ich habe ordentlich Öl. Benzin haben wir doch unten ganz viel, oder nicht? Ja, aber nicht in meiner Hosentasche. Mahlzeit! Super, oh, schön, welche Lieder du alle auswendig kennst, du. Olle. 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 Sing mir doch noch ein Ständchen. 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 So, was hab ich denn hier? Nee, so. Oh, das geht alles nach. Aua, mein Rücken. Unten. Oh, ich brenne. Huppala. Oh je Gott. Du bist heiß, Baby. Junge, ey. Ja, aber gebrannt eben. Boah, Blei haben wir ja richtig viel. Das ist ja richtig gut. Werde ich mal einschmelzen gleich. Ja, mach's dir bequem, mein Freund. Endlich bin ich nicht mehr so alleine hier bei der Minenarbeit. Ich weiß, meine Frau kommt immer nicht mit, weil sie meint, ich rede zu viel. Ja, angeblich würde ich nie die Schnauze halten. Aber du kannst es gar nicht verstehen, ne? Dann bleibst du bei mir. Du bist so ein guter Zuhörer. Jetzt muss ich aber wieder los. Mein Benzin ist alle. Ja, mein Benzin ist alle, Jasmin. Ich komme mal nach Hause und hole mal ein bisschen Benzin. Und übergebe dir schon mal ein wenig Nitrat. Ja, das wäre nett. Ich muss mich nur hier erstmal rausschaufeln. Junge Dame, ich bin hier am Arbeiten, nur ich kann gerade nicht. Oh Gott, jetzt hat die mich hier runtergeschubst. Kann die auch nicht leiden. Ja. Man gönnt mir hier gar nichts, Jasmin. Gar nichts. Frag dich doch mal, warum. So. Ich komme zu keinem Ergebnis. Hier, 1889 Benzin. Ja, ich habe ja schon die Hälfte verjuckt für Kohle und Blei. Oh, ich habe so Rücken gerade. Da kannst du ja mal in die Kisten gucken, was du davon nehmen möchtest. Hm? Gottes Willen, ich war so schnell, ich habe das Speedlimit-Schild überfahren.
Für Kisten soll ich denn gucken? Im Keller. Ja, und was soll ich da nehmen? Kohle für Schießpulver und Blei für Geschossspitzen. Ja, ich warte auf Nitrat. Ach, das brauchst du dafür auch noch? Für die Geschossspitzen? Das brauche ich für Schießpulver. Ich habe kein Schießpulver, Herr Willis. Okay. Hier rede ich hier irgendwie Japanisch oder was? Mihau. Konnichiwa. Ja. Muss ich doch außen rumfahren, wa? Ach, mei, oh mei, Jasmin, oh, die langen Wege. Wir bräuchten Teleporter. Wir bräuchten ein Auto. Oder das. Für 27.000 Jetons könntest du ein 4x4 Fahrwerk kaufen. Ich weiß, habe ich schon gesehen. Wie viel haben wir denn? Ich guck gleich mal. Keine 27.000. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt mit Lernen bin, ob ich da schon anfangen kann, selber Sachen zu bauen. Siehst du, meine Pumpe kann ich gleich mal investieren. Ja, warte. Bitteschön. Danke. So, ich schmeiß noch ganz kurz ein bisschen was aus der Tasche, steck mir nochmal Benzin ein. Aber ich werde jetzt nicht alles aussortieren hier. So. Aus Ölschiefer können wir nur Benzin machen, glaube ich, ne? Ah, okay, alles gut. Was hast du denn jetzt? Ich habe kurzzeitig gedacht, ich habe meinen Benzinkanister komplett in die Chemiestation geschmissen. Ist aber alles gut gegangen. Nichts passiert. So, Essen. Ja, ganz kurz muss ich noch schnabulieren. Und dann kann ich noch mal ein bisschen Nitrat holen. So. Was hast du denn Feines gekocht? Ein Blaubeerkuchen hast du gebacken. Ich hab noch gar nicht viel gekocht heute. Ja. So mit O und ja mit A. Die Sonne scheint ja schon wieder. Da ist sie ja. So, wir hatten noch hier in der Nähe auch nochmal Nitrat, ne? Dann brauche ich nicht den ganzen Weg fahren. Da hinten war es. Hier lang und da lang und einmal rechts rüber, zwei links, drei im Sinn. So. Hier ist der Weg. Der Weg in die Freiheit, Jasmin. Uns wilde Abenteuer erwarten. So. Kohle haben wir genug, hast du gesagt. Nur Nitrat, ne? Ja, alles, was du kriegen kannst, kannst du auch nicht mitnehmen. In der Kohle haben wir ja fast 18.000. Stein hätte ich gerne noch richtig. Aber der Erdbohrer ist noch nicht so gut. Wir müssten ihn mal... Nicht den aufwerten? Habe ich jetzt nicht geguckt wegen Mods. Ob ich da hätte eine Mod reinschmeißen können. Das stecke ich lieber ein, weil es über mir alles zusammenbricht. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Wo haben wir den? Boah, ich sehe den immer nicht. Verändern. Biermodifikation können wir da reinschmeißen. So, hier haben wir Stein, hier ist Nitrat. Oh ne. Wo ist sie denn, die Olle? Wer ist Mariah Carey wieder in der Stadt? Mit ihrer wunderschönen Gesangsstimme. Aber ich hoffe... Scheiße.
Oh nee, ey. Scheiße, verdammte. Oh ja. Jasmin, Paul, du hast gebucht. Jetzt habe ich hier Besuch. Ich auch. Konnte mich kurzzeitig nicht entscheiden. Riechen die nicht tot, sag mal? Hast du mal drauf geschossen? Nee. So. Sind die jetzt alle hier, oder? Schon möglich. Hast du die Leute denn eingeladen zum Barbecue oder so? Bist du am Kochen? Dass die Schmarotzer vorbeikommen? Boah, voll das Hirn weggeschossen, Alter. Das war schon eine sadistische Ader liegt in dir. Siehst du, ich wollte mal hier nochmal einen Punkten. Oh, mit Mau. Ich habe ein bisschen Angst, dass über mir alles zusammenstürzt. Nitrat ist immer gleich viel Kohle, ne? Was? Also du brauchst für Schießpulver genauso viel Nitrat wie Kohle, ne? Nein. Hallo? Ja, habe ich doch gesagt. Ach, dich meine ich doch gar nicht. Ach so. Jimmy, bist du das? Hey, Jimmy! Jimmy bleibt oben. Das ist ihm wahrscheinlich zu laut hier drinne. Das kann ich gar nicht verstehen. Ah, hey Jimmy. Ey, guck mal, was ich mir gekauft habe. Niegenagel neuen Erdbohrer. Guck mal, was der kann. Ist das krass? Oh mein Gott, schnell ran an die Arbeit hier. Da hat keiner gesehen. Oh Gott, nagelt. Ich hab Jimmy mal meinen Erdbohrer gezeigt. Das hat ihn den Kopf explodieren lassen. Mhm. Der war richtig so. So, einmal nachtanken. Oh, mit dem Erdbohrer ist das so viel angenehmer als mit der Steinpickel. Obwohl der mega laut ist. Ja, wie lange wollen wir das machen? Also, hören wir gleich auf, ne? Mhm. So. Mit was hörst du gleich auf? Mit dem Erdbohrer. Warum? In Erde zu bohren. Warum? Ich denke, dass man ein bisschen Abwechslung sehen möchte und nicht wie jemand hier 30 Minuten mit dem Erdbohrer in die Erde piekt. Ah, hoppelapapp. Da finden die Leute geil, Patrick! Oh, 6 Folgen mit Erdbohrer in der Erde, du. Das wär's. Das wär ein Traum. Mann, würden die Leute ausrasten. Wär das schön. Ja. Ich häng hier fest. Okay. Oh. Eisen. Das nehmen wir auch noch mit. Aber das ist ja noch lauter. Was auch geil wäre, wäre so eine Schiefermine, ne? Da haben wir noch gar nichts von, oder?
Kühler. Zum Benzin herstellen? Ah, das ist gar nicht so laut. Ich bei Eisen auch Stein? Ja. So. Hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Also wenn du möchtest, darfst du dir jederzeit meinen Erdbohrer ausleihen, ne? Aber Wiedersehen macht Freude. Das muss ich dir dazu sagen. So. Haben wir, das muss ich jetzt mal gucken, haben wir hier irgendwie ein Indiz, wo Schiefer sein könnte? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Blei? Eisen? Du hast doch, glaube ich, viel. War das nicht in der Wüste viel? Ich weiß jetzt nicht, welche Färbung Schieber hat. Also graue Steine, weiß bunt. Nitrat. Bunt? Nein, ich meine auf der Karte. Ich glaube, das war viel in der Wüste. Alles sieht die gleichen Farben. Eisen, Kohle, Blei, Nitrat. Aua. Aua. Ich bin zu fett mit dem Rücken, ey. Was denn? Ich bin zu fett mit dem Rücken, ey. Ja, ist doch so. Mann, ich weiß das echt nicht. Das ist ein bisschen heller. Das Schiefer wäre halt echt geil. Ja, nee, wäre echt geil. Dann könnte man nämlich Benzin selber herstellen. Mhm. Aber ich kann hier leider kein Schiefer finden. In der Wüste hast du schon geguckt. Ich habe hier keine Wüste. Hast du Wüste auf deiner Karte? Keine Ahnung. Dann komme ich erstmal zu dir und bring dir dein Nitrat. Nitrat. Damit du noch ein bisschen Munition machen kannst, bevor der Blutmond anfängt. Ja. Komm. Come on, Will. Oh, die hacken ins Herd. Ja, ich bin auf dem Weg. Was kriegst du hier Wasser ab? Wo hast du so viel Wasser her, sag mal? Wieso? Wie kommst du darauf, dass ich viel Wasser hab? Weil du das gerade abkochst. Nee, das war noch drinne von der letzten Folge. Das Holz war nur alle. Ja. For real. Real talk. So, ich mache mich jetzt ökologisch auf den Weg, dir auf die Nerven zu gehen. Gebe dir dein Nitrat, räume meine Taschen aus und dann mache ich mal meine Handelsroute. Vielleicht finde ich ja dann eine Wüste und ein bisschen Schiefer. Mhm. Ich denke, das ist eine Idee, ne? Mhm. Das denke ich auch. So, ein kleinen Umweg fahren. Hi, Freund. So, schöne Strohballen.
Mache ich das anders? Thomas. Ja, zum Beispiel. Bleistift. So. Ja, Scheiße mit der Scheiße. Dreck. Dreck. Scheiße, Dreck. Scheiße, oh, Dreck. Ja. Ah, schön, dass du da bist. Hier, warte mal, ich hab hier was für dich. Ja, geh doch mal weg. Hier, warte. Ja. Warte, kriegst du noch was? Hast du aufgenommen? Das ist der zweite. Weg. Oh, Jasmin, geh doch von der Leiter runter. Hätte ich das gewusst, ich hätte dich gar nicht durchgelassen. Oh. Jetzt komme ich hier nicht runter. So. Ja, weil du doof bist. Ey. Das lasse ich jetzt einmal drin. So. Welche Modifikation könnte der Erdbohrer denn benutzen? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, eine Schaufel vielleicht. Möglicherweise noch ein Griff, aber... Nee, nur die Schaufel. Und davon geht ja, glaube ich, auch immer nur eine, ne? Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Ja, das mach mal. Oh, ich krieg schon wieder Rücken, ey. Ja, das kriegst du. Halt ein Sabbel. Ja, das tue ich. Gut. Angelschnür. Ach, ich muss mal hier irgendwie ein bisschen sortieren. Ich's... Händler, Munitionskiste, Versailles. Das kommt da auch noch mit rein. Ich. Munitionskiste. Das ist hier unten. So, das ist hier unten und der hatte hier auch mal einen Platz. Das behalte ich in der Tasche. Dieses Sortieren, ne? Das ist so furchtbar. Ich hätte gern so eine Kiste. Wenn du die anklickst, geht alles aus deinem Inventar automatisch in die Kisten, die dafür vorgesehen sind. So. Hier haben wir noch. Ich pack dir nochmal 27 Schießpulver in die Munitionskiste. Palüm, palüm. Dose. Hier können wir nochmal zwei Wasser abkochen. Und so, dann gehe ich mal die Handelsroute freimachen. Die was? Handelsroute freimachen. Was ist das? Meine Mission. Oh, er rede doch Deutsch, Alter. Handelsroute frei machen. Das fand ich jetzt ziemlich deutsch. Hm. Wo muss ich denn hin? Da. Das ist gar nicht so weit weg. 1,4 Kilometer, es geht aber voll in Ordnung. Ja, schauen wir mal, ne, was der Tag so bringt. Ja, wa?
Ach ja. Morgen Blutmond. Und was mache ich? Ich bin hier die ganze Zeit nur auf Tour. Ah ja, hör auf, ey. Ich bin nicht ein bisschen an meiner Basis am Bauen. Ach. Richtig gut, ne? Wie immer. Ja, ich werd das rocken. Aber weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten bei dir nochmal eine Wand einreißen. Warum? Und umbauen. Wieso? Machen wir eigentlich jedes Mal. Nee, jetzt diesmal nicht. Warum nicht? Möchte ich nicht. Hast du nicht letztes Mal überlebt? Hä, nein. Das ist ja schade. Oh! Ich habe Honig gefunden, mein Honey. Mhm. Du bist süß wie Honig. Oh Gott, hör bloß auf, bitte nicht weitermachen. Ich finde auch, du bist wie Honig. Ich mag ihn nicht. Was? Wie du das wieder eiskalt ignorierst, ne? Ich habe gerade nicht zugehört, weil bei Bullshit höre ich auf zuzuhören. Hm? Wo hörst du auf zuzuhören? So werde ich ignoriert. Wir sind in die Jahre gekommen. Du! Riecht man jeden Tag. Ey! Du bist wie Käse. Umso älter, umso stinkiger, ey. Das schimpft sich Reife, Jasmin. Nee. Kurz vorm Vergammeln, ey. Ja gut, das liegt ja an meinem Lulu. Nicht nur da. Der gammelt ja weg, seitdem wir Kuitus hatten. Das war nicht mit mir. Doch. Nee. Ich bin mir sicher, bei der anderen habe ich einen Gummi benutzt. Ah, oh, bist du doof, ey. So, jetzt einmal. Zepte, depp, depp, depp. So. Ach, dumm. So, ich habe einen neuen Händler gefunden. Und hier ist auch noch, hier können wir uns noch Lebensmittel holen. Hallo, junge Dame. Gott. Machst du gerade Benzin hier oder was? Das ist ja, ja. Ist ja richtig wilder Western hier. You got it. Das sieht ja wild aus. Mal auf die Schotten hier. Ja, moin. Weißt du, was ich schade finde? Dass du so ein Traitor zum Beispiel, wie Traitor Huge, dass du ihn nicht einfach kalt machen kannst und kannst deine Basis übernehmen. Und der Schutzblock, der Gebietsschutzblock muss aber immer noch so sein, dass die Zombies das nicht kaputt machen können. Das sieht aber mitgenommen aus. Hab ich irgendwas zu verscherbeln? Nee. Aber was hast du denn? Taktisches Sturmgewehr. Du hast panzerbrechende Munition. 4, 3, 2. Ödlandschätze. Bauplan. Wasserfilter. Hm. Ist okay. Hab ja eh kein Geld dabei. Wie immer. Ne, ich wollte ja nur die Quest machen. Obwohl ist ich ja keine, sonst auch. Warte mal, ich frag immer nach Aufgaben. Abholen, vergraben, abholen, beseitige Zombies. 300 Meter. Ja, ich nehme irgendwas in der Nähe hier. Komm. So, mal die Gegend hier ein bisschen erkunden. Ja, mit dem Auto wäre cool. Dann könnte man gucken, ob man die Wüste findet. Ja, du findest ja nicht mal deinen eigenen Penis. Schneller als du. Ja, aber meiner ist ja auch mega klein. Das kann man mir jetzt nicht verübeln.
So, wollen wir mal gucken hier. Ich habe hier eine ganz neue City. Aber ist auch keine Wüste. Ich glaube, hier gibt es auch keine. Ist das hier Ski? Nee, ist ein Rucksack. Kannst du auch nicht deine Kiste hier wegnehmen, die Patrick war? Nein. Zur Seite weiter? Nein. Nein. Nicht. Keine Kompromisse. Dann hau ich die kaputt. So, aber ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge hier mal ein bisschen gucken, was uns hier erwartet in der neuen Stadt. Jasmin ärgern wir auch in der nächsten Folge wieder weiter. Wenn euch das gefällt, dann lasst gerne ein Like da. Nee, okay, wir sind nächste Folge sind wir wieder lieb. Nee. Wir versuchen wieder lieb zu sein. Da geht das richtig so los. Lieb und knuffig, wie wir sonst immer sind. Was gibt's da zu kichern? Nix. So, nächste Folge machen wir die Mission vom neuen Händler Huge. Gucken, vielleicht finden wir ja doch noch ein paar Ödlandschätze. Schauen uns die City ein bisschen ab an, gehen dann zurück, bereiten uns auf den Blutmond vor. Ab. Bis dahin, macht's gut. Ciao.